Hau, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier den No Cosmetics super begehrten, wahrscheinlich sehr limitierten Adventskalender. Und das ist einfach ein Adventskalender. Ja, da ist Pflege von No Cosmetics drin, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 89 Euro. Ich habe den genauso wie Nicole von Chiquitas Place auch direkt auf der Homepage dort bestellt und soll einen Warenwert von 150 Euro beinhalten. Wenn ihr Bock auf eine zweite Meinung habt, schaut gerne nach diesem Video auch in ihrem Video vorbei, denn sie stellt ihn auch gerade vor. Und ja, genau, also No Cosmetics ist eine super beliebte Drogeriemarke und ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, es macht definitiv Sinn, wenn wir uns das mal anschauen, was hier so drin steckt. Ich finde es richtig cool, dass wir im Gegensatz zum letzten Jahr einfach so eine Tasche hier mit dabei haben. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall schon mal eine schöne Geschichte werden. Hier steht auch, dass man quasi diese Xmas Bag schön weiterverwenden kann. Man kann aber sehr wahrscheinlich auch den ganzen Adventskalender weiterverwenden, einfach weil es ein Boxen-Adventskalender ist. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich finde die Tasche wunderschön. Die ist aus so einem, ja, keine Ahnung, Neoprenmaterial oder so. Fühlt sich richtig toll an. Und hier hast du auch wirklich so, also wie so eine Kosmetiktasche halt aufgebaut ist, ne? Hier oben so ein Netzding, wo man, ja, hi, ciao, so Sachen drin, wo man, also da kann man Sachen reinmachen, ja. Habe ich dieses Jahr auch bei mehreren Firmen gesehen, dass sie sowas machen, ne? Genau, hier hast du noch ein Heftchen mit dabei, wo allerhand über No Cosmetics steht. Steht denn da auch was zu den Produkten drin? Ja. Nee, hier steht so ein bisschen, welche Produkte kannst du für weiche Haut verwenden, so wie Jungluk das auch gemacht hat. Richtig cool. Und ich glaube auch Dermalogica, ne? Ah, und die Produkte sind hier auch alle aufgeführt. Das finde ich auch sehr nice. Cool. Doch, das ist schon mal sehr charmant. Das ist alles wild durcheinander, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier direkt die 1 oben hast. Das ist wild. Das sind auch Witzknubbel. Die 1 ist ganz weit unten, Leute. Scherzkekse. Na, dann wollen wir mal starten am 1. Dezember. Da ist was Großes drin. Basically steht hier drauf. Hier haben wir drin enthalten Base Hydration Cream. Was? Mit 5% Urea, Betain und Vitamin F. Verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Da sind 125 Milliliter. Und ich weiß jetzt nicht, soll das aufs Gesicht aufgetragen werden? Das Riesending, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Gesichtscreme. Abgefahren. 125 Milliliter. Nicht kleckern, sondern klotzen, sagen sie hier, ne? Wow. Finde ich aber cool. Ich persönlich verwende gerne Urea im Gesicht. Das beruhigt meine Haut, das pflegt meine Haut richtig schön. Nicht jeder mag das gerne. Das habe ich schon öfters mal gehört. Betain und Vitamin F scheint auch eine richtig tolle Geschichte zu sein. Weiß ich jetzt so nichts von, aber meine Haut ist feuchtigkeitsarm und feuchtigkeitsbedürftig. Deswegen ist das schon ein gutes Produkt für sensible, trockene Haut. Oh, wir haben 25 Kläppchen. Das ist ja abgefahren. Dann machen wir mal weiter am 2. Dezember. Hier haben wir in einer wunderschönen weihnachtlichen Verpackung den Body Cleanser Winter Breeze. Feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Das ist süß. 75 Milliliter ist so eine, ja, mittlere Größe, ne? Es ist keine Reisegröße. Es ist keine große Größe. Es ist eine okaye Größe. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass das Ganze hier nach Winterduft riechen soll. Finde ich auch echt abgefahren. Hat ein bisschen was Aquatisch-Würziges mit dabei. Nicht ganz so meine Welt. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier scheinen wir vom Geräusch her ein Serum drin zu haben. Und das ist auch eins. Das Vitamin-C-Serum, 10%ig mit Astaxanthin, mildert Pigmentstörungen und schützt vor freien Radikalen. Hier sind 20 Milliliter drin enthalten. Ja, Vitamin C ist auf jeden Fall etwas, was so den Zellstoffwechsel auch anregt und was ich auch super gerne morgens verwende. Hört sich interessant an, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch mit drin. Hier haben wir die Nummer 4 und ihr seht, ne, es ist wirklich eine relativ poppige Adventskalenderverpackung, die wir hier mit dabei haben, was aber auch meiner Meinung nach zur Marke passt. Hier kommt noch ein Serum um die Ecke und zwar das Pore Minimizing Serum mit Wildpistazie und Tapioca. Mattiert die Haut und vermindert sichtbar die Porengröße, auch mit 20 Millilitern. Wie abgefahren! Alle packen jetzt ja auch quasi Pistazienduft in ihre Parfüm-Adventskalender rein oder in ihre neuen Parfüm-
Geschichten, die die halt so rausbringen. Und hier hast du einfach mal die Wildpistazie und Tapioca in einem Serum. Habe ich noch nie gehört. Hier haben wir das nächste Produkt am 5. Dezember. Das scheint eine etwas kleinere Tube zu sein. Und hier steht Eraser außen drauf. Das SOS Spot Treatment. Finde ich cool. Wirkt sofort gegen Unreinheiten und trocknet Pickel über Nacht aus. Sowas mag ich sehr gerne leiden. 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ich verwende ja auch super gerne von Dalton zum Beispiel das SOS Spot Concentrate. Und das hilft mir sehr, sehr gut, wenn ich hier in der hormonell bedingten Zeit, sei es Eisprung oder Periode, wieder meine Unreinheiten habe, kommt sowas drauf. Das hier wird dann wahrscheinlich etwas dicker sein und lässt man dann halt in einer dünnen Schicht auf dem Pickel drauf über Nacht. Ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Inhaltsstoffen das wirkt. Das steht jetzt so nicht drauf. Müsste man sich nochmal durchlesen. Weiter geht die wilde Reise am Nikolaus, der 6. Dezember. Das darf definitiv mal was Besonderes sein. Und dann packen die hier quasi ein Tool mit hinein. Muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man das so findet, ne? Das ist so ein kleines Handtuch. Damit kann man sein Gesicht reinigen. Das ist süß. Es ist da. Es ist okay. Hätte ich das jetzt gebraucht in der 6? Nein, nicht in der 6. Das hätte ich eher in einer anderen Zahl gesehen. Das ist für mich nämlich jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Ne? In der Nummer 7 haben wir auch wieder etwas Kleineres drin. Hier stehen übrigens immer drauf, so was die Sachen machen wollen, was natürlich ein bisschen schwierig ist dann zum Wiederbefüllen. Shine Bright, ein Eye Roll-On, verbessert die Hautkontur. Hier sind 10 Milliliter drin enthalten und ja, sowas ist auf jeden Fall schön, ne? Wenn die Hautkontur verbessert wird. Und ich weiß jetzt nicht, warum das die Hautkontur verbessern soll. Das ist schade, das schreiben die wirklich gar nicht mit drauf. Ne? Ja, weil das wäre mal richtig sinnvoll gewesen, das zu tun. Das ist nämlich mit einem Retinoid. Das würde ich jetzt vom Namen her auch in die Vitamin A-Geschichte einsortieren und definitiv nicht morgens machen, sondern nur abends. Hier steht es auch, am Abend vor der Gesichtscreme eine geringe Menge um die Augen herum auftragen. Anfangs nur 2 bis 3 Mal die Woche verwenden, dann langsam steigern. Wir empfehlen während der Schwangerschaft und in der Stillzeit auf Retinoid Eye Roll-On zu verzichten. Kann ich definitiv auch bestätigen. Ich habe hier mal ein Video gemacht, was man halt in der Schwangerschaft nicht verwenden sollte. Retinol ist halt leider nicht ausreichend an eben schwangeren oder stillenden Frauen getestet, weil wer meldet sich da freiwillig, ist klar, ne? Und ich hatte mal sowas Ähnliches von Charlotte Tilbury. Da war Retinol in der Augencreme drin und meine Augen haben es gehasst. Dementsprechend wäre das ein Produkt, um das ich einen großen Bogen machen würde. Schauen wir mal weiter. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das ist eine Radiant Beauty Geschichte. Also sie soll uns, Strahlkraft geben. Der Liquid Illuminator mit 10% Brightening Komplex ebnet den Teint, mildert Pigmentflecken, reduziert PIE und PIH. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist in Kooperation mit X-Skincare entstanden. 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, so ein Produkt hätte man doch vielleicht, eben weil das so ein wahrscheinlich auch sehr beliebtes Produkt ist, in die 6 mit reinmachen können. Das würde ich jetzt auch ein Stück weit so als Toner bezeichnen. Das ist ja auch super flüssig, ne? Und genau, ich weiß jetzt nicht, was der Brightening-Komplex bedeutet. Niacinamide, okay. Das ist gut zu wissen, denn Niacinamide würde ich jetzt ja auch eher abends anwenden. Aber dann auch nicht an dem gleichen Tag, wo ich das Retinoid verwende. Weil wenn die beiden in Kontakt kommen, kann es passieren, dass es einfach zu viel für die Haut ist. Bei meiner sensiblen Haut auf jeden Fall. Finde ich interessant, muss ich wirklich sagen. Das werde ich mir mal genauer angucken. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Balance Spot freuen. Also auch wieder hier gegen unreine Haut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass No Cosmetics sich eigentlich so mehr an die jüngere Haut richtet. Also weniger eher so diese Retinol-Geschichten oder so. Aber scheinbar haben die hier alles Mögliche drin. Rebalance Serum mit Inulin und Algenextrakt mildert Unreinheiten und Rötungen. Und hier sind auch wieder 20 Milliliter drin enthalten. Sowas kann ich auch, wie gesagt, in bestimmten Situationen ganz gut gebrauchen. Und hier haben wir unser drittes Serum. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, wir brauchen nicht mehr als 3 Serien. Dann müssen wir mal gucken, wie der Adventskalender das so einschätzt. Ob er das so auch akzeptieren würde. Jetzt darf es hier mit der Nummer 10 weitergehen, die riesengroß ist. Refreshing, oh, das ist bestimmt ein Duschgel, oder? Cleansing Oil Gel 3-Phasen Reiniger mit Avocadoöl und Shea Butter. Fresh Today. Sanfte und gründliche Reinigung. Das finde ich ja auch nice, ne? 125 Milliliter sind auch hier drin enthalten. Das ist einfach ein Produkt, was man sowohl morgens zur Gesichtsreinigung verwenden kann, als auch abends. Und wenn das ein Oil Gel 3-Phasen-Reiniger ist, braucht man vielleicht hier auch kein Double Cleansing oder so. Das finde ich auch ziemlich cool. Hier haben wir jetzt die erste Schnapszahl, den 11. Dezember. Und das ist ein Handshake-Produkt.
Okay, etwas, was aus zwei Phasen besteht vielleicht. Hypercom, zwei Phasenserum, genau. Mit Acelainsäure 5% und Ceramiden wirkt hautberuhigend und reduziert Rötungen. Man soll es gut schütteln und hier sind 20 Milliliter drin. Acelainsäure ist dafür bekannt, dass die quasi so eine Art Reset-Geschichte für die Haut gibt. Deswegen super, dass es in Kombination mit Ceramiden kommt. Ja, also dass quasi alles, was an Unreinheiten in der Haut schlummert, wird als erstmal hervorgeholt. Das heißt, hier wirklich nach einer vierwöchigen Anwendung erst sagen, jetzt habe ich ein Ergebnis. Ansonsten ist die Haut halt noch wirklich in ihrem Regenerationsprozess. Das dauert wirklich ein Weilchen. Dessen muss man sich bei Acelainsäure ein bisschen bewusst sein. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Ich traue mich bis heute nicht dran. Und ja, es ist unser viertes Serum. Der macht ja schon fast dem Typology Konkurrenz, Leute. Nein, ich glaube, dem kann keiner Konkurrenz machen in der Masse an Serien. Der 12. Dezember bietet nicht die Halbzeit. Keylosophy steht hier drauf. Ich weiß ja nicht, wenn die sowas hier mit reinpacken, dann brauche ich eigentlich keine 25 Kläppchen. Dann hätten die darauf verzichten können und dafür einfach einen 24 Kläppchen Adventskalender machen, oder? Jetzt mal ohne Flachs. Wie seht ihr das? Also ich brauche jetzt eigentlich nicht unbedingt so einen Schlüsselanhänger. Powerful geht es am 13. Dezember weiter. Das hier ist jetzt die absolute Halbzeit von dem Adventskalender. Und hier haben wir die Vitamin C Creme drin mit 5% Vitamin C und fermentiertem Camellia Oil und Bioflavonoid. Schützt vor freien Radikalen, unterstützt die Hautregeneration. Ja, ne? 50 Milliliter sind hier drin und ich glaube, das ist die Gesichtscreme, die wir in so vielen Adventskalendern schon gefunden haben. Ja, die ist jetzt natürlich auch im No Cosmetics selber eigenen Adventskalender drin. Outglow am 14. Dezember, das ist sehr abgefahren. Das gibt sehr wahrscheinlich noch ein Serum. Oh Gott, mehr. 24K Gold Infused Beauty Oil passt natürlich in einen Adventskalender, gar keine Frage. Pflegendes Gesichtsöl mit 45% Wildrosen und 43% Aprikosenöl. Beruhigende Calendula ist ja auch mit dabei und 24 Karat Goldpartikel, ja. 20 Milliliter sind hier drin. Also wenn du aussehen willst wie eine Tannenbaumkugel, dann bist du hier am 14. Dezember auf jeden Fall gut aufgehoben. Es ist witzig. Nun denn, am 15. Dezember geht es um Celebration. Okay, was feiern wir denn am 15. Dezember, Leute? Die All-in-One Barrier Cream, die ist super beliebt, ne? Fünffacher Ceramidkomplex mit Arnica Mexicana stärkt die Hautbarriere und verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Charmant, 50 Milliliter. Und das soll, glaube ich, sowohl eine Gesichtscreme sein, als auch für spezielle Stellen, die man so am Körper hat. Für mich eher so eine Nachtcreme, weil die wahrscheinlich auch etwas reichhaltiger ist. Und auch hier die dritte Gesichtscreme. Viel mehr müsste jetzt nicht unbedingt kommen. Dann gucken wir mal weiter, wie es am 16. Dezember hier abgeht. Feelings. Oh. Handcreme Cozy Fireplace. Okay, intensiv pflegende Handcreme. Da haben wir 75 Milliliter drin enthalten. Und ja, eine Handcreme in einem Adventskalender darf definitiv sein. Hier haben wir das auch in einem wunderschönen Adventskalender-Design. Und hier steht, duftet wie ein Abend am Kamin. Okay, finde ich charmant, muss ich wirklich sagen. Doch, das gefällt mir. Dann haben wir Happiness, eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember. Das finde ich auch süß. Doch, was soll mich denn glücklich machen? Das schauen wir mal. Das ist auch so ein Klassiker, ne? Das ist auch ein Toner quasi. Musst du auch schütteln und ist auch in Kombination oder in Kooperation mit X-Skincare entstanden. 120 Stunden Liquid Hydrator mit Panthenol 5%, Ektuin, Beta-Glucan, Aminosäurenkomplex. Stärkt und beruhigt die Haut. Finde ich sehr, sehr nice. 100 Milliliter, weil das ist ja auch so deren Topseller, würde ich mal so sagen. Da hätte ich mich sehr, sehr gewundert, wenn der nicht mit dem Adventskalender gewesen wäre. Und wie geil ist es bitte, dass wir hier schon zwei Toner quasi drin haben, ne? Ich lieb's. Ja, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember und hier geht es um Scrunchylicious. Brauche ich das in diesem Adventskalender? Es sind zwei Frotti-Haargummis, zwei Frotti-Scrunchies, wo No Cosmetics draufsteht. Ich find's cool. Aber findet jeder das cool? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Passt natürlich zu Skincare, weil du deine Haare ja aus dem Gesicht nimmst, ne? Und dass du zwei drin hast, finde ich persönlich auch schon wieder gut. Und die fühlen sich halt auch wirklich toll an. Und die fühlen sich auch so an, als könnte ich damit halt auch eine schöne Schlaffrisur machen. Ja, ist okay. Verkauft No Cosmetics sowas denn? Das weiß ich gerade aus dem Stegreif nicht. Hier haben wir jetzt den 19. Dezember. Rainbow. Schön.
Mach mir einen Regenbogen. 120 Stunden Hydration und Niacinamide-Serum. Oh, Niacinamide 5% und Traubenextrakt kann die Hautstruktur verbessern und Poren verfeinern. Genau, 20 Milliliter sind hier drin und das ist ja auch der Sinn von Niacinamiden ein Stück weit. Ne? Hört sich schon mal sehr schön an. Meine Güte, wie viele Serien kann man in einen Adventskalender packen? Das ist echt abgefahren, oder? Es sind 6 übrigens. Okay, so, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. Pure Being. Einfach sein. Okay, was soll ich denn einfach sein? AHA PHA Peeling Cleanser mit 2,8% AHA und PHA, okay. Phytoinulin, Panthenol und Aloe Vera, leicht schäumendes chemisches Peeling, sanfte Reinigung und Hauterneuerung mit 20 Millilitern. Ich finde es gut, dass es eine kleine Größe ist. Ich finde es nicht gut, dass es am 20. Dezember drin ist. Ich hätte das tatsächlich eher so am Anfang des Adventskalenders mit reingegeben, weil wenn ein Mensch das nicht verträgt und es dann am 20. Dezember verwendet, ist es natürlich ein bisschen kurze Zeit bis Heiligabend, um die Haut wieder zu regenerieren. Ne? Ich verwende aktuell PHA und ich liebe es. Ist so der Einstieg in die ganze Peeling-Geschichte. AHA hat noch ein bisschen diesen Anti-Aging, Slow-Aging-Charakter mit dabei. Ja, würde ich jetzt nicht als täglichen Cleanser verwenden, vor allem nicht zweimal täglich, aber ja, so ein bisschen mal kann man das auf jeden Fall machen. Der 21. Dezember enthält etwas für einen Softie, steht hier auf jeden Fall so drauf. Ne? Das ist eine große Tube hier drin. Clean Shaving Gel, das finde ich toll, for Body and Face, für Körper und Gesicht. Ja, da haben wir 100 Milliliter drin enthalten und ich persönlich habe eine super sensible Haut. Und deswegen finde ich so ein Produkt richtig klasse. Ist halt auch irgendwie einfach mal eine andere Kategorie und das finde ich einfach spannend, wenn die das machen. Ne? Dann habe ich hier die zweite und letzte Schnapszahl, den 22. Dezember. Sleep Recover steht hier drauf, also wird es dann irgendwas für über Nacht sein und zwar ein Invisible Spot Treatment. Noch eins? Hatten wir nicht schon eins? Okay. Aktiv gegen Pickelmale und Unreinheiten haben wir hier ein Produkt drin mit 15 Millilitern. Auch hier macht man einfach eine dünne Schicht drauf und danach können deine Make-up-Produkte folgen. Dann ist das eine für abends und das ist für morgens. Das ist dann schon wieder meine andere Hausnummer. Und dann nehme ich meine Kritik zurück und finde es toll, weil das ist dann ja quasi keine Sleep-Geschichte. Ach, hier steht auch gar nicht Sleep drauf. Hier steht Self-Recovery drauf. Ich Horst. Nichts gegen Horst, aber ich hätte lesen sollen, ne? Ja, abgefahren. Hier steht aber auch, danach können Sonnenschutz und oder Make-up-Produkte folgen. Also danach auch Sonnenschutz auftragen. Finde ich cool. Ein Tag vor Heiligabend habe ich hier das nächste Produkt. Da steht Sunflower drauf. Eine Sonnenblume. Okay, dann schauen wir doch mal. Lichtschutzfaktor 50 plus sehr hoch. Danke. Ein Glowy Sonnenfluid schützt vor Sonnenschäden durch UVB und UVA-Strahlen. Danke, No Cosmetics, dass ihr dran gedacht habt. Das ist so wichtig. 50 Milliliter haben wir hier drin und das finde ich so sinnvoll. Vor allem, das nach dem Produkt reinzupacken, wo man draufschreibt, dass man danach Sonnenschutz verwenden soll. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich mag das. Heiligabend habe ich jetzt hier. Der ist relativ schwer, muss ich sagen. Keep Calm. Oh ja, was Schönes, Beruhigendes kann man an Heiligabend auf jeden Fall gebrauchen, wenn man sowieso ja, glaube ich, schon so ein bisschen in Aufruhr ist. Liquid Balancer mit 10% Prä- und Postbiotika unterstützt das Hautmikrobiom, beruhigt sensible Haut, mildert Rötung. Cool. Von X-Skincare auch mitentwickelt. 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Auch das ein Toner, den ich persönlich immer sehr gut wahrscheinlich verwenden werden kann, weil alles, was beruhigt ist, für meine Haut halt wirklich Gold wert. Ne? Das finde ich schön. Und nicht vergessen, Leute, wir haben hier noch ein weiteres Büchslein drin enthalten und zwar den 25. Dezember. Cream On steht hier drauf. Nicht schlecht, Herr Specht, wie groß dieses Moped einfach ist. Rebalance Cream Cleanser. Okay, es ist unser dritter Cleanser. Panthenol, Inulin und Mandelöl sind hier am Start. Reinigt sanft, beruhigt und schützt die Haut und beugt Unreinheiten und Rötung vor. Gentle Today. Ja, 125 Milliliter. Wow. Auch das ein Produkt, was ich, also für mich hört sich das super passend an, weil ich ja auch so ein Sensibelchen bin, was Haut angeht, ne? Aber auch meine Seele. Und deswegen ist es cool. Also für morgens oder als zweiter Schritt vom Double Cleansing, mega. Aber ist das ein mega geiles BAM-Produkt für die 25? Finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Da hätte ich dann vielleicht eher wirklich eine Gesichtscreme oder ein cooles Serum drin gesehen.
Insgesamt haben wir bei dem Adventskalender, was die Kategorien angeht, einfach relativ viele Doppelungen und so weiter. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn die anstelle von einem Serum zum Beispiel eine beruhigende Augencreme mit reingemacht hätten. Das hätte, glaube ich, auch vielen gefallen. Ansonsten sind wir ganz gut mit Toner, mit Cleanser unterwegs. Wir haben sehr viele Serien. Wir haben auch speziellere Produkte wie Spot Concentrates oder halt auch einen Lichtschutzfaktor mit dabei. Wir haben Gesichtscremes mit dabei. Ein bisschen was für den Körper ist auch am Start und ein paar Tools. Eigentlich ist er sehr schön gestaltet, vor allem für 89 Euro kann man sich da eigentlich nicht beschweren, vor allem wenn man sowieso gerne nur Cosmetics verwendet und auch diese Produkte verwendet. Gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.